Irgendwo, verborgen im dornigen Brombeergestrüpp, gibt es ein winziges Königreich von Elfen und Feen. Jeder, der hier lebt, ist klitzeklitzeklein. Ich bin Ben, ein Elf. Und ich bin Prinzessin Holly. Komm, Ben, fliegen wir ein Stück. Warte auf uns! Ben und Hollys kleines Königreich. Unser heutiges Abenteuer beginnt vor Gastons Höhle. Ein Loch in der Höhle. Gaston, kommst du raus und spielst mit uns? Oh, Gaston niest ja. Mami, Daddy, Gaston, der Marienkäfer, hat sich erkältet. Das überrascht mich nicht. Seine Höhle ist undicht. Seht nur. Da ist ein Loch drin. Wenn man vielleicht den Stein darauf rollt. Guten Tag. Guten Tag, weiser alter Elf. Was gibt es denn hier für ein Problem? In Gastons Höhle regnet es rein. Das ist kompliziert abzudichten. Da muss ein Fachmann her, ein Baumeister, der es in Ordnung bringt. Wo lässt sich denn nur so ein Fachmann finden? Ich bin Experte. Wirklich? Oh ja. Elfen sind als gute Baumeister bekannt. Und ich bin ein Elf. Wenn das so ist, befehle ich Ihnen, Gastons Höhle in Ordnung zu bringen. Gern, Eure Majestät. Eine weise Entscheidung. Interessant. Es sieht mir aus, als ob Wasser reintropfen würde. Ja, das liegt an dem Loch hier oben. Das Loch dürfte nicht die Ursache sein. Wieso denn nicht? Bei allem Respekt, es gibt Dinge, die man am besten dem Fachmann überlässt. Und wie lange wird die Reparatur dauern? Oh, die wird eine sehr lange Zeit in Anspruch nehmen. Und während hier die Bauarbeiten stattfinden, kann er natürlich nicht in der Höhle wohnen. Aber Gaston ist erkältet. Wo soll er bleiben? Na, von mir aus bleibt Gaston eben bei uns. Yippie! Bist du sicher, dass du weißt, was du da tust? Natürlich weiß ich genau, was ich tue. Ich bin König. Mittagessen! Oh! Ich fürchte, die Anwesenheit von Insekten ist im Schloss nicht gestattet. Das geht in Ordnung, Nanny Plum. Daddy hat Gaston ausdrücklich zu uns eingeladen. Oh, wenn das so ist. Fühl dich wie zu Hause, Gaston. Gaston, Marienkäfer. Ich hoffe, dass Füße abtreten lernt er noch. Gaston geht es nicht gut, Nanny. Gesundheit. Und er kann sonst nirgendwo bleiben. Bei uns zu bleiben scheint mir trotzdem keine gute Idee zu sein. Nun mach dir keine Sorgen. Gaston wird uns keine Schwierigkeiten bereiten. So, und wo soll er nun sitzen? Der kleine Stuhl hier ist ideal. Nanny Plum, Sie sprechen seine Sprache. Was hat er gesagt? Gaston sagt, dass der Stuhl viel zu klein ist. Nicht doch. Das ist der Stuhl der Königin. Nicht aufregen, Nanny Plum. Der Königin macht das nichts aus. Nicht wahr, Schatz? Gaston sagt, dass der Stuhl zu hart sei. Eigentlich, Gaston, ist das mein Stuhl. Gaston sagt, der Stuhl sei genau richtig. Scheußlich. Ich möchte nur wissen, wo das noch hinführen soll. Halb so schlimm, Daddy. Dann nimmst eben du den kleinen Stuhl. Yummy. Danke, Nanny. Ja, die Wurst schmeckt klasse. Ich glaube, dass ich noch spezielle Marienkäfernahrung herzaubern muss. Für des Marienkäfers Maul, grünes, stinkend und faul. Stinkt abscheulich. Gaston liebt so ein stinkendes Zeug. Wieso isst er es dann nicht? Gaston sagt,
Es sei zu kühl. Hallo, Gaston. Daddy, ich schätze, er will dein Essen versuchen. Wenn du willst, kannst du gern kosten, Gaston. Gaston sagt, das war genau richtig. Das macht so viel Spaß, wenn Gaston uns besucht. Kann er nicht für immer und ewig hier bleiben? Vermutlich nicht für immer. Aber er kann bleiben, bis die Höhle bewohnbar ist. Au ja! Und das Wetter des kleinen Königreichs wird heute überall heiter und so. Eure Majestät, Gaston geht es schon besser. Na, bestens. Und das Feenpfund hat an Wert verloren. Gaston sagt, dass das Fernsehprogramm ziemlich langweilig sei. Und wie wäre das? Die Sendung sei zu laut. Dieses Programm findet er genau richtig. Sieh mal, Daddy, Gastons Niesen hat schon aufgehört. So, äußerst erfreulich. Er wird uns dann wohl verlassen können. Ach, Daddy, Gaston kann nicht nach Hause zurück, bevor seine Höhle repariert ist. Sonst erkältet er sich nochmal. Und dann wird er traurig. Tja, wir wollen natürlich nicht, dass er traurig wird. Gaston sagt, ihr wärt der netteste König auf der ganzen Welt. Genug, Gaston. Am besten sehe ich mal nach, wie weit die Elfen mit ihrer Arbeit sind. Hallo, weiser alter Elf. Wie viel Zeit wird es noch in Anspruch nehmen? Wie wir Bauleute sagen, keine saubere Arbeit entsteht durch Eile. Tja, ich finde, ein bisschen mehr Eile kann nicht schaden. Ich fürchte, dafür sind zu viele Probleme in den Griff zu kriegen, Eure Majestät. Es wird vermutlich eine verrückte Idee sein. Aber haben Sie schon mal versucht, den Stein über das Loch zu rollen? Ihr habt recht. Es ist eine verrückte Idee. Es wäre doch vielleicht ein Versuch wert. Bei allem Respekt, Eure Majestät, jeder von uns übt seinen Beruf aus. Ihr seid der König und ich der Baumeister. Natürlich. Das war ein langer Tag. Ich denke, ich gehe heute mal früh schlafen. Eure Majestät, das wird wohl problematisch. So, warum? Naja, es hat mit Gaston zu tun. Ja? Nanny hat dieses Körbchen gezaubert. Darin sollte Gaston schlafen. Prächtige Idee, Nanny. Im Körbchen war es ihm aber zu zugig. Dann hat er mein Bett ausprobiert. Das war ihm aber zu weich. Oh je, das hört sich gar nicht gut an. Keine Sorge, Daddy. Er hat noch ein Bett gefunden. Das, sagt er, ist genau richtig. Oh nein, das ist mein Bett. Was sagt er jetzt dazu? Gaston sagt, dass er sehr müde ist und jetzt gern schlafen möchte. Gute Nacht, Gaston. Träum was Schönes. Toll. Wo sollen wir denn nun schlafen? Oh, das war die unbequemste Nacht, die mir je zugestoßen ist. Oh, wie lange wird Gaston wohl noch bei uns bleiben? Meine Einladung hieß, so lange, bis eine Höhle repariert ist. Und wie lange wird das dauern? Keine Ahnung. Gehen wir hin und sehen nach, wie die Elfen vorankommen. Hallo, haben Sie Gastons Höhle wieder in Ordnung gebracht? Gaston hat nämlich schon ziemliches Heimweh, weiser alter Elf. Gute Nachrichten. Der Austausch des verrotteten Holzes ist fertig und das Verputzen der Decke. Und das Loch ist dicht? Nein, noch nicht. Aber ich bin sicher, zur rechten Zeit werden wir das hinbekommen. Haben Sie nicht versucht, diesen Stein zu bewegen? Hurra! Der König hat geschafft, dass die Höhle trocken ist. Ich bin stolz auf dich. Überzeugende Arbeit, Eure Majestät. Habt ihr schon mal daran gedacht, selbst Baumeister zu werden? Eigentlich nicht. Ich denke, ich hänge zu sehr am Regieren. So, Gaston,
Deine Höhle ist fertig. Du kannst sie jetzt wieder beziehen. Gaston sagt Dankeschön und lebt wohl. Wiedersehen, Gaston. Wiedersehen. Mach's gut, Gaston. Dein Besuch bei uns war richtig lustig. Wir sind so traurig, dass du uns verlässt. Gaston sagt, er will euch nicht traurig machen. Er wäre durchaus bereit, länger bei euch zu bleiben. Ist schon gut. So sehr traurig wäre ich nicht. Gaston besteht darauf, Eure Majestät. Sehr erfreut. Und wie? Unser heutiges Abenteuer beginnt vor Gastons Höhle. Gaston ist traurig. Gaston! Kommst du raus, um mit uns zu spielen? Gaston! Kommt los, lasst uns fliegen! Hey, warte auf uns! Abflug, Gaston! Schwing dich auf, schwing dich auf! Hurra! Ihr könnt mich nicht fangen! Und ob wir das können? Gaston ist ganz wild darauf, Stöckchen zu holen. Gaston, hol es her! Hierher, Gaston! Sehr geschickt, Gaston. Wirklich gut. Gaston, bestimmt willst du jetzt deine Beine lockern. Na dann, drehen wir dich auf den Rücken. Nun strampel schön. Gaston liegt gern so auf dem Rücken. Das ist aber lustig. Holly, Schlafenszeit. Oh, Nanny Plum ruft mich. Ich muss nach Hause ins Bett. Oh, es macht doch gerade solchen Spaß. Schade. Ist nicht schlimm, Ben. Wir treffen uns einfach morgen wieder. Ja. Ben, Schlafenszeit. Oh, Mami ruft. Mach's gut, Ben. Mach's gut, Gaston. Mach's gut, Holly. Mach's gut, Gaston. Wir sehen uns morgen. Hallo, Holly. Hallo, Ben. Wo ist denn Gaston? Keine Ahnung, er ist noch nicht aufgetaucht. Oh, dann sollten wir ihn sofort suchen. Gute Idee. Gaston, kommst du raus, damit wir spielen können? Schade, Gaston antwortet nicht. Oh, haben wir ihn vielleicht irgendwie verärgert? Glaube ich nicht, wir hatten gestern viel Spaß zusammen. Ja, als ich ihn umgedreht habe, hat er gestrampelt, das war lustig. Und ich habe auf seinem Rücken reiten können. Ben, denkst du, dass Gaston das alles genauso gut gefallen hat wie uns? Wer weiß, vielleicht nicht so. Wäre doch möglich, dass Gaston ganz traurig ist und deswegen nicht rauskommen und mit uns spielen will. Oh je, was können wir denn da tun? Nanny Plum kann uns sagen, was zu tun ist, weil sie einfach alles über Marienkäfer weiß. Gute Idee. Tam, tadam, tam, tam, tadam.
Ta-ra-da-dam-dam-dam-ta-ta. Nanny, hör mal. Gaston, der Marienkäfer, ist irgendwie nicht fröhlich. Marienkäfer sind leider niemals fröhlich. Aber Gaston ist doch unser bester Freund. Kannst du da nicht irgendetwas tun? Bitte, Nanny Plum, bitte. Gut, ich werde mal sehen, was sich machen lässt. Danke, Nanny. Wir sind da, Gastons Höhle. Und welcher Art Insekt ist Gaston? Na, er ist ein Marienkäfer. Oh ja. Mal nachdenken. Wie sagen Marienkäfer Hallo? Da, seht nur. Die Tür steht ja offen. Am besten, wir gehen rein und sehen nach. Gaston ist gar nicht hier. Er ist vielleicht woanders hingegangen, um traurig zu sein. Kein Wunder, dass Gaston so traurig ist. Niemand kann in so einem unaufgeräumten, stinkenden Zuhause fröhlich sein. Hopp, hopp, jetzt wird die Höhle sauber gemacht, bevor Gaston zurückkehrt. Ja, das wäre für ihn eine tolle Überraschung. Und Gaston wird bestimmt sofort wieder fröhlich sein. Zuerst brauchen wir einige Hilfsmittel. Abracadi, Abracadop, Staubwedellauge zum Wischen den Mopp. Holly, du entfernst die Spinnweben. Ja, Nanny Plum. Ben, du reinigst den Boden. Ja, Nanny Plum. Und ich werde mich an das Bett machen. Das Bett ist furchtbar dreckig. Und was hat er für Zeug drin? Altes Brot, Comics, Lollipops und eine stinkende Socke. Boah! Basch, basch, bisch. Gastons Bett sei nett und frisch. Gut. Noch ein wenig Glanz zum Schluss, dann haben wir es. Oh. Hurra! Schnell! Ich sehe Gaston kommen. Gaston! Wir kommen, um dich aufzumuntern. Wir möchten nicht, dass du traurig bist. Dass wir dich einfach auf den Rücken gedreht haben, tut uns wirklich sehr leid. Und dass ich auf dir geritten bin. Was hat er gesagt, Nanny? Ah, Gaston sagt, dass er es gern hat, wenn ihr ihn umdreht und auf ihm reitet. Oh! Er ist nicht traurig. Im Gegenteil, er ist sehr fröhlich. Wahrscheinlich wirst du gleich noch fröhlicher sein, Gaston. Wirf einen Blick in deine Höhle. Gaston! Ich sagte es ja. Marienkäfer sind niemals richtig fröhlich. Gaston! Was ist denn los? Oh je. Nanny! Was hat er jetzt gesagt? Er hat gesagt, dass er die Höhle so geliebt hat, wie sie war. Unordentlich, stinkend und schmutzig. Oh, entschuldige, Gaston. Keine Panik, wir machen alles wieder so, dass du dich wohlfühlst. Ja, wir sind wirklich gut darin, richtig Unordnung zu machen. Macht das Spaß! Eine Spinnwebe hier... Eine Spinnwebe da. Brillant. Zip, zap, zauber. Gastons Bett sei nicht mehr sauber. Stinkende Socken. Und Lollipops. Gut, nur noch über alles ein Grauschleier, dann haben wir es geschafft.
Das haben wir zusammen gut hinbekommen. Es riecht bereits wieder so furchtbar wie vorher. Hurra! Und wenn wir irgendwann deine Höhle wieder so richtig unordentlich machen sollen, Gaston, hab keine Angst. Frag uns ruhig. Ja, schließlich sind Freunde ja für so etwas da. Komm mit, lass uns spielen. Hey, warte auf uns. Auf geht's, Gaston. In die Luft, in die Luft. Jura! Ihr fangt mich nicht. Aber klar. Gaston. Unser heutiges Abenteuer beginnt im kleinen Schloss. Ein Ei für den König. Nanny Plum, wo ist das Frühstück? Ich bin untröstlich, Eure Majestät. Die Elfen haben die Lebensmittel noch nicht geliefert. Ich möchte nur ein gekochtes Ei, nichts weiter, Nanny. Können Sie mir nicht eins zaubern? Ich kann ein Ei zaubern, natürlich. Aber richtige Hühnereier schmecken viel besser. Ach, ganz egal. Ich habe Hunger und will ein Ei. Jetzt! Wie ihr wollt, Eure Majestät. Abracadabra. Ein Ei herbei. Das stinkt. Nein, wie eklig. Was ist das? Das ist ein Drachenei. So, schaffen Sie es weg. Dann zaubere ich am besten ein richtiges Huhn her, das ein Ei für euch legt. Nicht nötig. Ich denke, ich werde warten, bis die Elfenfarm liefert. Aber das kann eine Weile dauern, Eure Majestät. Ich werde diese Tafel nicht verlassen, bevor ich nicht mein Ei hatte. Wie ihr wünscht, Eure Majestät. Nanny, Sie sind da! Hallo, Ben! Hallo, Holly! Die Lebensmittellieferung! Was hat Sie aufgehalten, Mr. Elf? König Aurikel wartet ungeduldig auf sein Frühstück. Tut mir leid, Nanny Plum. Uns ist unterwegs die Karotte verloren gegangen. Wir mussten zurück und sie suchen. Verstehe. Bringen wir Ihre Lieferung jetzt unverzüglich in unser Schloss. Karotte, Tomate, Kopfsalat. Oh, wo ist das Ei? Das Ei. Und gerade das brauchen wir am dringendsten. Der König will ein Ei. Wir fahren auf der Stelle zurück zur Elfenfarm und holen eins. Holly, willst du nicht vielleicht mitkommen? Ja, bitte. Nanny, darf ich kurz mit zur Elfenfarm? Ja, gern, Holly. Dann sorgst du dafür, dass wir ein gutes Ei bekommen. Ich höre ein seltsames Geräusch. Es wird hoffentlich nicht der Wagen sein. Nein, es ist Gaston, der Marienkäfer. Gaston, wir fahren jetzt zur Elfenfarm. Willst du nicht mitkommen? Hallo, weiser alter Elf. Hallo, Prinzessin Holly. Willkommen auf der Elfenfarm. Dankeschön. Den Helm müsst ihr noch aufsetzen. Wieso? Na, weil dir etwas auf den Kopf fallen könnte. Oh. Hier lang geht es zu den Karotten. Das ist unser Karottenfeld. Oh. Abstand halten. Karotte kommt hoch. Zieht hoch! Zieht hoch! Zieht hoch! Wow! Ah, hallo Prinzessin Holly! Guten Tag, Mrs. Elf! Hier lang! Wiedersehen! Wiedersehen! Das ist unser Salatbeet. Alles zurückziehen! Alles zurückziehen! Alles zurückziehen! Wieso haben Sie einen Schirm aufgespannt? Wir lassen es jetzt kräftig regnen. Mit Zauberei, ja?
Wir können ohne Zauberei auskommen, weil wir eine gewaltige Gießkanne haben. Wow! Hebt an! Hebt an! Hebt an! Hebt an! Das ist ja beeindruckend. Wenn du das hier schon so bestaunst, dann warte nur ab, bis du die Tomatenpflanzen siehst. Oh. Das sind die Tomatenpflanzen. Wow! Ich befürchte, wir haben eine Tomatenkäferplage. Oh je! Tomatenkäfer sind ganz wild darauf, Tomatenpflanzen zu fressen. Los, abhauen! Husch! 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 Was, sowas? Die kommen ja sofort wieder. Ja, wenn wir doch nur einen Weg finden könnten, der Schädlinge Herr zu werden. Au, 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 au. Gaston hat sie alle verscheucht. Natürlich. Für Marienkäfer sind Tomatenkäfer eine Delikatesse. Das war ganz toll. Du solltest bei uns als Schädlingsbekämpfer anfangen. Dann ernten wir jetzt also eine gesunde Tomate. Es kann losgehen. Ist gut. Tomate kommt! Das sieht ja gefährlich aus. Ist es auch. Deswegen müssen wir alle diese Helme tragen. Es gibt aber noch eine Arbeit, die viel gefährlicher ist. Oh, welche ist das? Kann ich die mal sehen? Das kann aber furchterregend sein. Ich habe keine Angst. Ich behaupte, es ist die absolut gefährlichste Arbeit auf der Welt für einen Elf. Was ist es? Das Einsammeln der Eier. Und wieso ist das Einsammeln der Eier so gefährlich? Wegen der Hühner. Wow, die sind ja wirklich riesengroß. Ja, deswegen haben wir auch diesen hohen Zaun. Und deswegen ist es absolut notwendig, das Tor zu verschließen. Oh, das ist ja interessant. Wartet, Prinzessin Holly. So richtig gefährlich sehen die Hühner gar nicht aus. Es ist auch nur das Einsammeln der Eier gefährlich. Und wie werden sie eingesammelt? Ein Elf muss flink zum Ei laufen. Es aufheben und damit weglaufen, so schnell er kann. Was kann passieren, wenn er nicht schnell genug ist? Das Huhn setzt sich auf ihn. Oh je! Nun versteht ihr sicher, wie wichtig es ist, dass das Tor immer gut verschlossen ist. Da, ein Huhn ist weggelaufen! Oh, schnell, fangt das Huhn ein! Ein Huhn ist geflohen! Wir nehmen den Elfenwagen. Los, hinter dem Huhn her! Plötzlich steht der Wagen. Oh nein, das Uhrwerk ist abgelaufen. Schnell, Holly, ziehen wir es wieder auf. Oh, hallo. Bringt mir endlich mal jemand ein Ei. Los! Das ist unglaublich. Nanny Plum? Ein Huhn herzuzaubern, hatte ich doch untersagt. Das ist nicht mein Huhn, nein. Nanny, beherrschen Sie die Sprache der Hühner? Ja, Eure Majestät. Und? Was hat es gesagt? Mrs. Huhn hat gesagt... Oh.
Seht nur, da ist ja unser Huhn. Vorsicht, Nanny Plum. Das ist ein höchst gefährliches Biest. Machen Sie sich nicht lächerlich. Das ist doch nur ein Huhn. Seht nur, das Huhn hat ein Ei gelegt. Hurra! Hurra! Ja, ein viel besserer Service als die Elfenlieferung. Was? Nanny Plum, bitten Sie doch gleich mal Mrs. Huhn, noch ein zweites Ei für das morgige Frühstück zu legen. Sehr gern, Eure Majestät. Unser heutiges Abenteuer beginnt im kleinen Schloss. Das königliche Picknick. Das ist der perfekte Tag, um mal wieder ein leckeres Picknick zu veranstalten. Gute Idee, Königin Aurike. Hurra! Ich liebe Picknicks. Nanny Plum, bereiten Sie den königlichen Picknickkorb vor. Ja, Eure Majestät. Und woher sollen wir das Zaubergelee dafür nehmen? Wir werden wohl dieses Mal auf das Zaubergelee verzichten müssen, wie es aussieht. Wir nehmen doch aber immer Zaubergelee mit zum Picknick. Na schön. Wenn Sie versprechen, nicht wieder das ganze Königreich mit Gelee zu überfluten wie letztes Jahr. Vertraut mir, Eure Majestät. Es geht dieses Mal sicher nichts schief. Mami, kann Ben mit zu unserem Picknick kommen? Aber Holly, Ben ist ein Elf. Und das ist ein königliches Feenpicknick. Bitte, ihr müsst es erlauben. Er ist mein bester Freund. Na gut, einverstanden. Wenn er dein bester Freund ist. Hurra, ich rufe ihn an. Hallo, Mrs. Elf am Apparat? Hallo, Mrs. Elf. Kann ich bitte Ben sprechen? Natürlich. Ben, es ist Prinzessin Holly. Ja, Holly. Hallo, Ben. Wir veranstalten heute ein Feenpicknick. Hast du Lust mitzukommen? Aber klar, gern. Gut, dann komm bitte so schnell du kannst auf unser Schloss. Toll. Ich bin gerade von Holly zum königlichen Picknick eingeladen worden. Das ist ja nett von ihr, Ben. Du solltest viel Essen mitnehmen, damit es auch für alle reicht. Was möchtest du denn? Kuchen, Käse und ein bisschen Obst, bitte. Ich packe dir auch noch eine große Erdbeere mit ein, damit auch jeder was davon abbekommt. Danke, Mami. Macht's gut. Viel Spaß, Ben. Darf ich euch vorstellen? Das ist Ben. Guten Tag allerseits. Oho, das wird höchst vergnüglich. Noch nie hat ein Elf an unserem königlichen Picknick teilgenommen. Danke für die Einladung. Ich bin ganz aufgeregt. Oh, der Korb sieht schwer aus. Kann ich Ihnen vielleicht beim Tragen helfen? Sehr nett. Danke, Ben. Oh, der ist ja viel leichter, als ich dachte. Das ist ein magischer Picknickkorb, musst du wissen. Du wirst heute ganz bestimmt noch sehr staunen. Guck mal, da kommt Gaston, der Marienkäfer. Hallo, Gaston. Daddy, darf Gaston nicht auch mit zu unserem Picknick kommen? Ich weiß nicht so recht. Was hat er gesagt? Ich glaube, unsere Nanny spricht die Marienkäfersprache. Die übersetzt es uns. Gaston sagt, dass es ihm eine große Ehre wäre, Prinzessin Holly und Ben Elf zu diesem Picknick zu begleiten, Eure Majestät. Wirklich? Na gut. Das einzig Dumme ist, dass er ein wenig müffelt. Nanny Plum, können Sie das auch übersetzen? Ja, das kann ich. Doch ich denke, ich lasse es. Wir sind angekommen. Der königliche Picknickplatz. Was ist das? Etwas zu essen. Für uns alle. Sag bloß, dass du tatsächlich zu unserem Picknick etwas zu essen mitgebracht hast. Natürlich. Das ist vermutlich eine bei Elfen durchaus übliche Maßnahme, Eure Majestät. Wie äußerst charmant. Ich habe so viel mitgebracht, dass es für alle reicht. Danke, Ben. Aber Feen essen keine Elfenspeisen. Wir haben doch unser eigenes, spezielles Feenessen. Hier ist es. Oh, aber der Korb ist ja vollkommen leer. Sieht ganz so aus, als hättet ihr es vergessen. Unsinn, Ben. Er ist überhaupt nicht leer.
Das ist ein magischer Picknickkorb, verstehst du? Er kann uns alles geben, was wir uns wünschen. Fangen wir mit den Getränken an. Mir ist nach einem schäumenden Feensekt. Magischer Picknickkorb, uralt, schenk uns den Feensekt, perlend und kalt. Oh! Ja, junger Elf, das ist durchaus eindrucksvoll. Ben, magst du vielleicht jetzt die Getränke für die Kinder aussuchen? Du kannst dir alles wünschen, was du gern hättest. Was, alles? Ich kann mir alles wünschen, was ich will? Ehrlich? Ja, was du willst, los. Na dann, Limonade bitte. Ist das nicht etwas zu fade und zu alltäglich? Elfen lieben Limonade. Und ich bin ein Elf. Ach, Ben, du kannst wirklich absolut alles haben, was du willst, auf der großen, weiten Welt. Wenn das so ist, Limonade und obendrauf eine Kugel Eiscreme. Bist du sicher, dass du nicht etwas Exotischeres möchtest? Gut, dann Limonade mit 2 Kugeln Eiscreme drauf. Sehr gute Wahl, Ben. Magischer Picknickkorb, bitte schnell. Schaff Limonade mit 2 Kugeln Eiscreme zur Stelle. Hurra! Danke, Holly. Denkt auch an Gaston. Was trinken Marienkäfer denn eigentlich? Lauter Sachen, die ziemlich stinken. Da hat er recht. Für Marienkäfers Kehle einen ganz verfaulten Trank. Ich wähle. Ich schätze, du hast den Gestank übertrieben. Sogar für einen Gaston. Unsinn. Marienkäfer lieben gegorene Kohlsuppe. Nun brauchen wir was zu essen. Magischer Picknickkorb, bitte sehr. Bring Schinken-Käse-Sandwiches her. Danach gibt's Pudding. Hurra! Magisches Gelee! Passen Sie auf. Und machen Sie dieses Mal nicht zu viel davon. Wir wollen nicht wieder wie im letzten Jahr eine Gelee-Flut. Was war da passiert? Holly, Daisy und Poppy helfen mir immer, den Nachtisch zu machen. Aber letztes Jahr war es ein bisschen zu viel und wir... Ihr habt unser Königreich mit Gelee überflutet. Ich erinnere mich. Die Gelee-Flut. Das seid ihr gewesen? Ja, das waren wir. Ein ziemlich eindrucksvolles Ereignis. Aber es darf sich auf keinen Fall wiederholen. Haben wir uns da verstanden? Nur keine Sorge, Eure Majestät. Wir haben Sicherheitsvorkehrungen getroffen, neue Worte, die Menge begrenzen. Kommt, Kinder, los geht's. Darf ich auch mithelfen? Ja, Ben. Kinder, sprecht mir nach. Magischer Picknickkorb, bitte sehr. Schenk uns Gelee in Maßen her. Magischer Picknickkorb, bitte sehr. Schenk uns Gelee in Maßen her. Oh. Recht knapp, oder? Die Gefäße sind wirklich sehr klein. Ja, wir brauchen mehr davon. Gut, dann versuchen wir das. Magischer Picknickkorb, bring uns mehr davon her. Magischer Picknickkorb, bring uns mehr davon her. Für einen Moment habe ich doch tatsächlich gedacht, wir hätten eine neue Gelee-Flut. Gelee-Flut, Gelee-Flut, Gelee-Flut. Gelee-Flut. Nanny, das ist jetzt aber zu viel Gelee. Sie müssen das aufhalten. Stück für Stück. Magischer Pudding. Zurück, zurück, zurück. Nanny, versuchen Sie einen stärkeren Spruch. Doch kann ich nur einen nehmen. Magie vorbei. Aber der ist nun mal königlichen Notfällen vorbehalten. Ich erkläre das zum königlichen Notfall. Blitzen soll's donnern, Nordwind blas los. Zauber zurück in der Wunderwelt Schoß. Das war's. Hurra! Lenny, wo ist denn jetzt unser Essen? Es tut mir leid. Ich musste den kompletten Zauber rückgängig machen. Auch das magische Picknick. Das ist ja ärgerlich. Mein Essen ist noch vollständig hier. Natürlich, weil es ja nicht durch Magie gemacht worden ist. Und glücklicherweise habe ich genug für jeden von uns. Danke, Ben. Warte, Nanny. Du hast gesagt, Feen essen keine Elfenspeisen.
Ja. Danke, dass du mich daran erinnert hast, Prinzessin Holly. Genießen wir den Ausflug eben ohne Picknick. Wir setzen uns und genießen die schöne Aussicht. Das schmeckt. Ich hab ein bisschen Hunger. Ich auch. Ich bin mir sicher, ich habe noch nie Elfenspeisen gekostet. Dann solltet ihr es jetzt versuchen, König Aurikel. Oh, danke, Ben. Yum, yum. Elfenessen ist ja köstlich. Ja, in der Tat. Nanny, Sie sollten auch mal davon kosten. Oh, wie ihr wünscht, Eure Majestät. Ich werte das als königlichen Befehl. Und hier ist noch ein königlicher Befehl. Zu jedem Feenpicknick soll ab sofort ein Elf eingeladen werden. Thank you.